Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 15 Ultimate Team mit mir, dem Alex. Ja, und ich bin hier ein bisschen, stehen geblieben. Das letzte Mal habe ich aufgenommen vor 2 Wochen Ultimate Team, also die letzte Folge, die ihr gesehen habt, kam natürlich am Freitag. Ich nehme jetzt gerade hier am Sonntagabend ein bisschen was noch auf wieder, also wieder am Sonntag für Montag auf. Das ist total eng. Der Grund ist einfach, irgendwie macht man immer andere Sachen. Egal. Wir sind in Liga 4, haben ein Spiel schon gewonnen. Und ich würde mal sagen, wir gehen direkt ins nächste Spiel. Ich habe zum Glück gestern schon mal wieder Coop-Season mit Pierre gespielt. Wollte auch eigentlich gestern dann FIFA direkt danach nochmal aufnehmen. Allerdings war da irgendwie unser Internet wieder ein bisschen behindert. Es ging dann zwar wieder, aber ich hatte Angst, dass es dann wieder abbricht und dass dann irgendwie das Spiel nicht zählt oder so. Und deswegen nehme ich das heute am Sonntagabend auf. Wir haben jetzt auch schon wieder 22:49 und ich nehme jetzt noch die 2 Folgen Ultimate Team auf, danach die 2 Folgen Seasons für die Woche. Und jetzt kommen die 4 Sachen eben für die Woche. Und dann haben wir kurz nach 0 und dann passt das, weil ich dann ab 0 Uhr den Pete-Stream gucke, wo ja Pete und Chris streamen ja zur E3 jetzt ganz schön viel. Und das gucke ich mir eben an. Und der Spaß, die will nicht auf das Trikot, was ich will. Gut, dann gehe ich raus. Auf jeden Fall diese Gründe, warum man nicht zum Aufnehmen kommt, ist, obwohl wenn man Bock hat, man teilweise irgendwie sinnlos Zeit ihr kennt es bestimmt, man will irgendwas machen oder hat irgendwas vor eigentlich oder will eigentlich viel mehr schaffen. Aber man denkt sich einfach so, ach nee, oder nicht ach nee, oder man denkt sich einfach nur so, ich mach, fick dich, wechsel's Trikot. Wechsel's Trikot. Wechsel dein Trikot. Boah, ich hasse das, wenn die Leute nicht lernen. Auf jeden Fall, ihr kennt das vielleicht mal irgendwas vor und dann lässt man sich durch irgendwas ablenken oder guckt im Endeffekt doch nur YouTube-Videos von anderen Leuten. Und das ist mir halt auch mal ein paar Mal jetzt passiert, aber das gehört halt irgendwie dazu. Und ich brauche ja auch mal abends so meine Chill-Time. Aber ist gar nicht so kritisch im Moment. Ich habe auch gar nicht so viel zu schneiden. Ich habe jetzt das hier noch aufzunehmen und das hier heute zu schneiden. TTT habe ich immer noch zu schneiden von letzter Woche. Am diesem Wochenende kam es leider zu keiner Aufnahme. Aber da haben wir ja schon gestern in der Koop-Season drüber geredet. Diese Hurensöhne. Warum? Ohne Scheiß, was ist das los auf einmal? Haben die auf einmal alle Eier bekommen? Oder warum trauen die sich dagegen, mich hier zu widersprechen? Beim Trikotwahl. Ach komm. Nee, der hatte schon orangen Verbindung. Fick you. Ich weiß nicht, was da gerade bei der Gegnersuche los ist. Ich wollte einfach schon mal vorher anfangen, um ein bisschen wieder was zu sagen, ein bisschen wieder zu reden, weil ich habe jetzt wirklich schon 2 Wochen oder sowas nicht mehr aufgenommen. Oder 3 Wochen, glaube ich, sind sogar fast. Oder 2,5. Wie gesagt, Grund dafür irgendwie, es kam dann nie dazu. Ich muss natürlich jetzt wieder in die Schule gehen und so weiter und so fort. Also Berufsschule. Und dann wird es auch mal wieder Zeit und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja alles. Und dann nehmen wir natürlich noch viele, viele andere Sachen auf. Und da muss man irgendwie auch erstmal alles zukommen zeitlich. Und dann will man ja ein bisschen auch noch nebenbei Videos konsumieren zum Beispiel. Und deswegen kam ich da nicht früher zu. Ich hoffe jetzt, der Gegner lässt sich endlich davon überzeugen, dass er ein Trikot nimmt, was nicht rot ist, wenn er dann überhaupt mal auf den Knopf drückt. Alter, was ist denn heute los, Alter? Nur Hurensöhne, die ich hier gerade treffe. Was soll das jetzt? Sind wir schon irgendwie 3 Minuten am Start oder 2 Minuten und bis jetzt noch, und bis jetzt nur Leute mit scheiß Verbindung oder mit Dings getroffen. Weiß nicht, was da los ist heute schon wieder. Aber gut. Oder halt Leute, die hartnäckig auf ein Bayern-Trikot oder was auch immer. Ich bin halt rigoros. Also wenn ich da einmal orange sehe, dann ist der Gegner aber für mich weg, weil ich habe keinen Bock auf ein Ruckelspiel. Wir warten jetzt mal ein paar Sekunden. Ja, und ich glaube, ihr kennt das irgendwie ein bisschen, wenn man dann sich irgendwie so die Zeit vergehen lässt mit YouTube-Videos gucken. Gerade wie jetzt gestern, wo ich dann den Webvideopress geguckt habe, weil es ja leider nicht zur TTT-Aufnahme kam. Für mich gestern, für euch vorgestern. Wo es dann nicht zur TTT-Aufnahme kam, weil keiner konnte. Das nehmen wir dann wahrscheinlich nächste Woche nochmal auf. Oder müssten wir dann spätestens eigentlich. Ansonsten wird es zu Verspätungen kommen. Aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Ja. Und so schnitttechnisch habe ich eigentlich gar nicht so viel zu tun im Moment. Aber ich würde noch gerne ein paar andere Sachen. Endlich einer mit grüner Verbindung und der ein anderes Trikot nimmt. Sehr gut. Aber ich würde auch noch gerne im Moment ein paar andere Sachen halt erledigen. Immer sowas mit Programmieren mal wieder. Und mit Minecraft machen wir jetzt doch unser PvP-Projekt. Das nehmen wir in 2 Wochen auf. Am Wochenende, ja genau, in 2 Wochen nehmen wir das auf. Ich sage da gar nicht so viel zu, außer dass wir es, wie gesagt, bei Pia aufnehmen. Das dann quasi so ein Face-to-Face-Ding wird. Und dass ich da gerade, dass ich die Map schon gemacht habe, Antonia hat eine riesen geile PvP-Arena schon gebaut. Antonia wird auch noch ein paar andere Sachen dafür bauen. Und ich werde dafür halt noch, da ein paar extra Regelchen sind, werde ich dann noch ein bisschen an Command-Sachen arbeiten dann.
die nächsten Tage auch. Und dafür brauche ich halt eben auch nochmal Zeit und ich will auch mal mit dem Display-Tool wieder weiter programmieren. Weil mir dabei YouTube ja bei einer Sache einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und weil ich auch generell das mal weiterbringen wollte. Weil ich das ja eigentlich bis zur Gamescom marktreif kriegen wollte. Gehe ich aber leider im Moment jetzt nicht mehr von aus, dass ich das hinkriege. Weil das ist noch unter 2 Monate und das wäre richtig derbe optimistisch, daran zu glauben. Aber gut. Das Spiel ist auch übertrieben. Boah. Ach, ich habe noch dieses automatische. Ich habe noch das automatische Ändern drin. Moment. Nicht automatische Wechseln. Das ist auch für. Habe ich gestern bei Ultimate Team eingeschaltet. Das ist auch ganz cool für Ultimate Team. Aber hier mache ich es lieber automatisch. Also hier, wenn ich jetzt alleine spiele. So, wenn man zu zweit jemanden steuert, dann ist es besser, wenn man es mal nicht hat. Ja, brauche ich, wie gesagt, den Ultimate Team oder sowas nicht. Ach, was ich gerade schon wieder vergessen habe, was unsere schöne Regel ist, immer auf sehr offensiv spielen. Denn das ist das Beste, was funktioniert. Habe ich gerade schon wieder vergessen gehabt. Läuft bei mir. Komm, leg ab. Ja, sehr schön. Nice, guck, kaum auf sehr offensiv gestellt, schon fällt das Tor. Was mich gerade ein bisschen nervt, ist, dass ich voll wenig Spielsound höre. Irgendwie, ich glaube, es ist voll leise heute eingestellt. Ich weiß auch nicht warum, aber gut. Das ist schade. Mann, oh Mann. Ja gut, egal, wir haben das Tor geschossen. Wie gesagt, das war so ein bisschen die Gründe, warum ich jetzt erst aufgenommen habe. In SimCity habe ich es ja hingekriegt, mal aufzunehmen, beziehungsweise wurde ja eh zeitlich knapp und da habe ich auch aufgenommen. Und habe dafür jetzt erst nochmal für eine Woche, glaube ich, Ruhe. Das Ruhe klingt immer so ein bisschen negativ, aber es ist einfach so, dass ich halt aufgrund dieser mit dem Aufnehmen und dann auch ein bisschen chillen meistens nicht zu anderen Sachen komme. Wie eben dieser Minecraft-Map oder wie eben programmieren und das nervt mich manchmal ein bisschen. Und da muss ich in Zukunft mal ein bisschen besser mit der Zeit klarkommen und ein bisschen besser, ja, meinen Tag so strukturieren, wie ich es gerne hätte und dann auch so umsetzen. Was immer, wenn ich Schule habe, ein bisschen kritisch ist, weil mich dieser, weil dieses 6 Uhr aufstehen fickt meinen Körper. Ich bin zwar klar lange wach, aber ich kann dieses lange, ich bin einfach ein Mensch, der lange wach ist. Ich kann das nicht umändern und ich will es auch nicht mehr umändern. Und, ja, dann ist es halt leider immer so, dass ich dann nach der Schule erstmal pennen gehe. 1-2 Stunden oder oft 1 oder 2 Stunden pennen gehe. Und ja, wenn ich dann halt zu 8, also meistens wenn ich bis um 16 Uhr zu Hause bin, dann nicht, aber wenn ich halt um 14 Uhr zu Hause bin und dann schlafe ich halt bis 16, 17 Uhr und dann, ja, ist auch schon wieder weniger Zeit da. Ja komm, schade, ein zweites Tor wäre nett gewesen. Egal, mehr kann ich alles haben. Ich bin wie gesagt froh, dass ich gestern mit Pia ein bisschen Koop-Season mal wieder gespielt habe. So bin ich wenigstens ein bisschen drin. Ansonsten hätte ich 2 Wochen gar nicht FIFA gespielt. So habe ich gestern quasi schon mal meine Aufwärmphase gehabt. Na komm. Ah, das war klar. In dem Moment, wo er reingeflankt hat, war mir klar, dass der Ball reingeht. Da kann man leider nicht so viel dann mehr machen. Aber gut. 1-1 erst. Wir müssen uns ein bisschen gucken, dass wir hier noch was hinkriegen. Also noch ein Tor schießen. Ah, wir sind ja wieder abgestiegen, glaube ich, ne? Wir sind ja wieder in Liga 4. Sind wir abgestiegen? Ich glaube schon, ne? Wir waren in Liga 3. Irgend sowas könnte es gewesen sein. Ich, ohne Scheiß, Alzheimer lässt grüßen. Ich weiß auch, wir macht man keine Witze und ist auch kein Alzheimer. Aber egal. So einfach nur ein Kurzzeitgedächtnis. Oder aussortieren von sinnlosen Informationen. Weil es wirklich, naja, nicht so bedeutend jetzt ist, dass ich weiß, was wann passiert ist in FIFA. Weil ich es ja auch theoretisch nachgucken könnte. So. Nice. Okay, dann gucken wir mal, ob wir jetzt was reißen können hier noch. Boah, ja, genau, so eine Vorlage. Puh, was für ein Glück abseits. Das hätte richtig kritisch werden können, übertrieben kritisch. Aber naja, wie gesagt, ich freue mich jetzt mal gerade die Tage heute und morgen, wenn wahrscheinlich eh nicht, oder ich weiß nicht, ob sie produktiv werden oder ob ich da ein bisschen was bei mache und sie dadurch produktiv werden oder eben nicht. Weil ich, wie gesagt, E3 jetzt ein bisschen verfolgen will, weil ich es eigentlich immer relativ cool finde, wie sich die Ami-Konzerne da immer geben, also wie die immer halt quasi, ja, einen raushauen. Oder meistens jedenfalls. Ich bin auch nicht so kritisch wie viele andere, weil ich einfach
mich gerne von dem, was sie wie, was und vor allem wie sie es machen, gerne entertainen lasse. Und keine Ahnung, ich finde eben im Gaming-Bereich sind so viele Leute so immer kritisch und hauen drauf. Ich finde so viele Sachen sowas von irrelevant, beziehungsweise einfach nur chillt doch mal eure Base und lasst euch unterhalten von, weißt du. Es ist immer ein bisschen, ja, sehr Stock im Arsch mäßig, finde ich ein bisschen. Diese Gaming-Dings halt sich ja für sehr, sehr offen, aber sind dann schon teilweise sehr, sehr voreingenommen. Ich muss auch sagen, dass ich ja eh nicht so typisch bin, weil ich meine, wir spielen schon verschiedene Games. Es gibt Leute, die spielen ja noch eine weniger Anzahl von Spielen. Keine Ahnung, tun sich komplett auf irgendein Spiel versteifen. Ich könnte jetzt auch nicht nur FIFA, früher habe ich ja nur FIFA gespielt. Ich bin froh, dass ich inzwischen auch noch andere Spiele spiele. Habe sehr viel Spaß an Minecraft vor allen Dingen. Also Minecraft PvP, ein bisschen Bad Wars vor allen Dingen. Also 90%, 99% Bad Wars. Wow, das war ein schöner Schuss von Lahm. Also für Lahms Verhältnisse, muss man auch wirklich sagen. Und ja, wie gesagt, auch generell Minecraft. Ja gut, Apex, ja gut, das brauche ich nicht so viel mehr zu sagen. Reset läuft ja aktuell. Und dann. Moment. Komm. Ach, scheiße. Und ansonsten. Läuft bei dir. Ansonsten kann man. Boah. Nein. Ansonsten kann man, denke ich mal, sagen, wie es in Minecraft bei uns nächste Zeit weitergeht, kann ich noch nicht viel zu sagen, weil da noch ein paar Sachen noch zu weit schon in der, ja, drüber gesprochen wurden, aber so 100% fest ist noch gar nichts und ich will da auch nichts anderen Leuten oder generell vorwegnehmen, deswegen sage ich dir überhaupt nichts zu. Och komm, Alter, was für eine Yo, lauf in ihn rein, Mann. Lauf bei meinem Spieler. Boah, nein, das war so scheiße. Mir war das klar, dass das passiert. Ja, danke fürs Verarschen lassen. Danke an dieser Stelle mal wieder an Pierre. Ohne Scheiß, ich finde es immer noch so geil, dass ich das inzwischen selbst hinkriege, das so zu timen, dass der Torwart rauskommt und der Spieler sich davon verarschen lässt. Das ist ja was Pierre irgendwie, nein, das ist man nicht erfunden, aber was Pierre perfektioniert hat, was ich mir inzwischen ziemlich hart von ihm abgeschaut habe. Was aber auch geil ist, weil es total effektiv ist. Man, wenn du ein bisschen mit dem Torwart rauskommst, wollen die Leute direkt schießen, du drückst halt direkt zurück und dann, ja, hältst du den halt eben easy. Och, komm. Upsala, hoffentlich nur gelb. Aber wie gesagt, wie es in Zukunft weitergeht, gerade auf dem Microsoft, da kann sich viel ändern oder da ist viel, was ich gerade noch nicht so genau drüber reden kann, darf, nein, nicht darf, aber nicht sollte oder auch nicht will. Und da könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen drauf gespannt sein, was da passieren wird. Wie gesagt, das PvP-Duell zwischen Pierre und mir wird es auf jeden Fall geben, auch wenn wir es in 2 Wochen aufnehmen. Es wird erst so genau ungefähr oder genau an der Gamescom, also über die Tage der Gamescom, wo sie ist, veröffentlicht. Und es wird auch dann, ja, halt ein bisschen davor, ein bisschen danach vielleicht noch. Wir wissen nicht, wie viele Folgen das werden. Und es wird was mega, mega Cooles. Und es hat den einen Monat Vorsprung. Zum einen, wie gesagt, dass wir zur Gamescom bei der Vorproduktion wieder einen Stressfaktor rauskriegen, weil Vorproduktion ist immer Stressfaktor. Und zum anderen hat es den Vorteil, ist es deswegen, weil es auch aufwendiger zum Schneiden wird und weil ich dann dafür auch dann mehr Zeit habe, nämlich 4 Wochen. Ach komm. Oh. Junge, willst du mich verarschen? Immer noch 1:1, Mann. Wir sollten was tun. Ja, der. Ja, war klar, dass der genauso scheiße aufspringt, dass er ihn nicht kriegt. Irgendwie war mir das klar. Oh, komm, leg ihn ab. Oh, Leute, es wird echt gerade hier ein Stress ein bisschen. Ja, übertreib halt. Der sollte ganz gechillt in die Mitte gehen und der übertreibt so volle Kanne. Komm. Nein. Renn doch hin. Wie einfach keiner hingerannt ist. Was soll denn das jetzt sein? Sehr schön. Pff, der war ein bisschen zu hoch. Ach komm, der Torwart kommt auch noch so schwul raus. Was soll denn das, Alter?
hätte der eher, es wäre richtig geil gewesen, wenn der Torwart drin geblieben wäre. Da hätten wir viel mehr Möglichkeiten gehabt. Ja gut, das war jetzt ein bisschen, ach komm. Also irgendwie fliegen die Bälle gerade nicht so geil für mich. Ach, renn doch mal hinterher. Na gut, das war jetzt sinnlos rausgeholt. Na komm. Puh, das ist wieder so ein kritischer Ball. Ja, das war scheiße. Einfach nur scheiße von mir. Nichts hinzuzufügen, keine Schuld an IR oder irgendwen. Muss eh sagen, im Moment sind, wenn überhaupt Sachen schief laufen, ja, wollte ich gerade sagen, meine Schuld, aber das hätte man auch mal als Vorteil laufen lassen können und hätte es nicht abpfeifen müssen, weil ich hatte ja den Ball. Ja, komm, mach halt noch langsamer. Sehr schön. Boah, geil, Alter, wie der dann rübergegangen ist und dann konnte ich ihn reinrotzen. Das, da war schon übertrieben viel Glück drin, Leute, richtig übertrieben viel Glück. Und da hatten wir auf jeden Fall richtig viel Luck. Um mal ein bisschen zu sagen, dann geht es auch Richtung Gamescom. Ich spreche es nicht an, also es wird wahrscheinlich jetzt öfter ein Thema werden, aber so viele Themen gibt es eigentlich gar nicht. Es ist ja sicher, dass Antonia kommt Freitag, Samstag, Sonntag. Sepp, der so irgendwie zu Antonia gehört, sage ich mal. Weil er halt mit ihr befreundet ist, sie kennen sich ja so. Mit der auch bei TTT dabei ist, um es mal so auf den Punkt zu kommen, daher kennt ihr ihn vielleicht. Also eigentlich immer bei TTT dabei ist, oder nee, nicht eigentlich, sondern immer bei TTT in letzter Zeit dabei ist, oder seit einem halben Jahr oder so dabei ist, keine Ahnung. Der wird auf jeden Fall auch da sein, auch Freitag, Samstag, Sonntag, wie Antonia. Und ja, das wird cool, weil er total cool ist. Auch wenn wir relativ wenig mit ihm zu tun haben, finden wir ihn mega lustig. Und ja, das wird auf jeden Fall cool. Pia kommt ja Samstag, Sonntag. Ich bin schon am Donnerstag da. Ich glaube, als Einziger. Oder nee, Fellow hat gesagt, dass er alle Tage da ist, oder? Ich weiß es gerade nicht. Wer hat gesagt, dass irgendwer hat doch gesagt, der ist auch alle Tage. Fellow war es, glaube ich. Der ist auch alle Tage da. Also komplett nicht nur Fellow, sondern die ganze ehemalige Gamer-Gemeinde, die es hier nicht mehr gibt. Ja, auf jeden Fall gechillter Tag. Ich weiß noch nicht, ob ich mich am Donnerstag schon mit irgendwem, also mit Fellow treffen werde. Ich denke mal eher nicht, weil kann man ja auch noch Freitag dann in der Gruppe machen. Da kann ich mich am Donnerstag erstmal für mich ein bisschen genießen. Bevor dann die ganzen Leute Tag für Tag kommen. Oh, und kann vielleicht am Donnerstag es hinkriegen, Uncharted, was ich ja eventuell Singleplayer-Let's Playen will, wenn es rauskommt und mir dafür extra eine PS4 kaufen will. Kann ich vielleicht nämlich, boah, Alter. Da kann ich vielleicht auch schaffen, das auf der Gamescom anzuzocken. Sofern es denn dann überhaupt anzockbar sein wird, was ich mir einfach stark hoffe und von ausgehe, weil es ja noch Ende des Jahres kommen soll oder Anfang des nächsten Jahres. Ah, schade. Und wie gesagt, wenn ich es Let's Playen will, also ich will es Let's Playen und das, oder ich hab's vor zumindest, aber die, oh nein, da ich die ganzen Folgen in Teilen nicht gespielt habe, will ich natürlich ein bisschen erstmal gucken, wie ist das Spiel, und da ich die Story nicht kenne, nämlich auch gucken, wie hart ist es, dass man nichts versteht, wenn man eben die Story nicht kennt bis dahin. Ja, muss ich mal gucken. Wie gesagt, die alten Teile für mich zu spielen, da habe ich mir auch überlegt, durch nicht so eine kleine, zumindest mal als Dreier zu spielen, mir zu kaufen und dann auf die PS3 und dann auf der PS3 zu spielen. Aber ich habe ernsthaft keinen Bock mehr, mich mit der PS3 irgendwie anzufreunden. Und mit dem Controller nochmal. Nein, das war so ein safes Tor, nein. Und ja, so sieht es halt quasi aus, was halt wieder ansteht auf der, jetzt auch an der E3, tut ja wieder EA wahrscheinlich schon noch ein paar mehr Sachen, als sie schon veröffentlicht haben, über FIFA veröffentlichen. Was halt so Gamescom wieder ansteht, ist, dass ich dann wieder einmal wahrscheinlich alleine und einmal mit Pia wieder dann FIFA 16 anzocken werde, das ist ja klar. Ich glaube, EA sieht es nicht so gerne, wenn man das anzockt bzw. veröffentlicht, von daher weiß ich noch nicht, ob, also ich glaube, striken werden sie unser Video eh nicht, weil sie sehen es ja nicht, aber ob sie halt einen nicht daran aufhalten, wenn man dort quasi filmen will, werden sie einen aufhalten. Und das ist so ein bisschen das Problem. Oder man kann Sneaky Peaky ein bisschen filmen, wäre auch eine Möglichkeit. Aber gut, muss man mal reinschauen. Auf jeden Fall habe ich gerade ein Tor kassiert und muss mich jetzt mal ein bisschen mehr konzentrieren, weil das war 2-2 und ich liege zurück und werde das Spiel sonst ansonsten verlieren, wenn ich jetzt nicht mal langsam anfange, mich zu konzentrieren. Und ich mache mal gerade das hier. Komm. Weißt du, ich war eigentlich ganz gut, ich bin auch abwehrtechnisch gar nicht so scheiße gerade, aber ich habe es in ein paar Situationen voll verhauen mit der Abwehr.
Ach komm, Alter, jetzt ist er total auf Abwehrriegel gegangen, der Hurensohn. Siehst du es? Da steht hinter der Abwehr, steht noch eine Abwehr und noch eine Abwehr. Das ist total, ich gehe auf Abwehrriegel, weil ich keinen mehr kassieren will. Jetzt. Ach komm, Alter. Da steht mein eigener Spieler im Weg, aber gut, den habe ich nicht mal angeschossen. Der war einfach nur scheiße geschossen, von dem der geschossen hat, wo ich gerade nicht mal mehr weiß, wer es war. Sowas ist doch unnötig. Da setzt man sich so gut durch und, ja, na, tricksen kann man es nicht wirklich nennen, aber holt sich so schön den Ball. Das war scheiße. Das war scheiße, richtig scheiße. Ach komm, ey. Weißt du, wenn dann immer so ganz knapp irgendwo der Ball hängen bleibt, da kriege ich schon wieder Ebola im Fuß. Boah, komm. Ja, genau, der steht immer noch einen Meter von mir, also nicht einen Meter, aber ein paar Zentimeter von mir entfernt und nimmt sich einfach den Ball. Obwohl er eigentlich noch voll weit weg war. Ja, der wird jetzt hier rüber. Boah, Alter, richtig arroganter Typ. Der hätte einfach nur einen Moment warten können und rüber sweaten können, macht's aber nicht. Wahrscheinlich will er einfach nur, dass die Zeit schneller runterläuft. Und nimmt deswegen ein bisschen Zeit vom Spiel. Ach komm, das war jetzt scheiße. Ja, komm, der versucht alles Mögliche nur, um irgendwie, dass die Zeit schneller vorbeigeht, dass er seinen Sieg nicht gefährdet sieht. Nein! Ach komm! Ja, jetzt pfeift er ab, oder? Was ist das für ein Scheißball gewesen? Er sollte den ganz normal hochspielen. Ja gut, Leute, haben wir richtig Scheiße noch am Ende verloren. Was soll die Kacke? War unnötig hoch 23. Während die sich hier ganz lieb haben, wie man sieht. Thumbs up for EA for that. Nice animation. Und ich rutsche schon wieder ins Englische. Läuft bei mir. Ah, ja, so richtig streng. Also die eine Chance, die ich hatte, hätte ich auch reinmachen müssen. Ist meine eigene Schuld natürlich mal wieder. Aber gut, kann man. Doch, kann man ändern, wenn man kompetent ist, aber gut. Ist halt so, wie es ist. Und dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, was ist an der Stelle von der Folge. Ihr seht die Tabelle, die sich natürlich nicht verändert hat. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Nächste Folge Season ist dann am Mittwoch. Und am Freitag wieder ganz gewohnt. Ultimate Team und am Samstag wieder Seasons. Und ich werde auch mal irgendwann so einen schönen Upload planen, wo das alles steht. Gerade auf dem 19-Uhr-Spot sind ja relativ viele Projekte. Und auf dem 16-Uhr-Spot wechselt sich ja auch ganz schön was bei FIFA ab. Und ich werde da mal so eine Übersicht machen. Weil ich erkläre es eigentlich oft genug, aber ich denke mal, dass es trotzdem für manche Leute nicht so gut einsehbar ist. Und da werde ich mal so ein Upload-Plan mit dann und dann kommt das online stellen. Aber gut, dann war es an der Stelle von der Folge. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!